Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausflipper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute machen wir uns an den Flur. Genau, das ist ja doch ein ziemlich langes Monstrum. Plups, aber gut. Schauen wir mal, was wir daraus zaubern können. Ich meine, wir können sowas zaubern. Oh mein Gott, wie krass. Ja, wir können aber auch sowas zaubern. Oh, wie süß. Oder wir können auch sowas zaubern. Oh, wie schick. Ja, wie ihr seht, alle Türen stehen uns offen. Wortwörtlich. Wir machen sie mal wieder zu. Genau. Ich lasse mal das so ein bisschen auf mich zukommen, was wir hier daraus zaubern werden. Aus dem Flur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier ewig dranhängen bleiben. Aber Nachtschränkchen, Schränke, Regale, Wolf. Wo ist denn hier Gedöns wieder hin? Aber muss halt auch gemacht werden, ne? Das ist ganz cool. Machen wir mal ein bisschen was. Nee, halt, ich wollte erst nach dieser. Oh, verdammt. Nee, Regal hatten wir gerade. Nachtschränkchen ist es nicht. Mit Schubladen ist es auch nicht. Eigentlich müsste es doch unterhängend sein. Hm. Sessel, Stühle, Sofas, was? Bin ich jetzt doof? Ich suche eigentlich dieses Spiegel-Ding. Ah, Spiegel. Spiegel, das war das Zauberwort. Dann Dekoration, Spiegel, das habe ich gesucht, genau. So, jetzt können wir mal gucken, was wir da für ein Holz haben. Dass wir mal wieder ein bisschen was Holziges nehmen, weil nur weiß ist natürlich auch blau. Der Kirschbaum ist natürlich ein bisschen arg rot. Goldene Kiefer, Nuss, Silberahorn. Ja toll, jetzt haben sie hier natürlich die ganz außergewöhnlichen Sachen, aber schwarz, Zeder, Grausholz, Sapeli. Keine Ahnung, habe mich noch nie mit schwarzen Möbeln beschäftigt. Warum nicht? Warum nicht? So, weil das, glaube ich, müsste auch funktionieren mit schwarzen. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Ach, ich weiß leider nicht, wo das war. War das bei Möbeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt hätte man sich natürlich auch merken können, wie das heißt, bevor man es verkauft, damit man leichter nachschauen kann. Aber naja, manchmal bin ich halt ein Depperle. Okay, ich glaube, hier werden wir das nicht finden, oder? Oh, das geht so nicht. Tut mir leid fürs Scrollen, es tut mir leid. Scheibenkleister. Nee, das ist alles nicht das Richtige. Wahrscheinlich finden wir es auch gar nicht unter Möbeln. Aber ich will es jetzt einmal zu Ende durchscrollen. Weil ich wenigstens behaupten kann, ich habe mir alles angeschaut. Doch, da. Schuhschrank. Genau. Ah ja, Vorderseite. Genau, weiß. Ach doch, hier. Wir kombinieren das mal mit dem Weiß. Sonst wird es, glaube ich, zu dunkel. Und das wäre dann auch nicht schön. So. Ja, okay. Dann brauchen wir einen Abfalleimer. Also ich weiß nicht, einfach, wenn man dann doch mal ein paar, so ein bisschen was hat. Das können wir noch eins näher anschauen. Hier, weiß ich nicht, Post oder sowas. Und dann macht man es gleich auf und kann man es da wegschmeißen. Genau, dann kommt hier auf jeden Fall mal eine Kommode hin. Das ist ein Schreibtisch. Ja, jetzt wäre es natürlich, glaube ich, einfacher, auch wirklich mit Schränken und Kommoden zu arbeiten. Kommoden. Achso, das sind bloß die. Mhm. Kleine Schränkchen ist das, was ich eigentlich brauche dann, ne? Ja. Okay. Einfacher weißer Schrank. Ja. Schade, dass es den eben halt, nur so gibt, ne? Das ist wirklich ein bisschen schade, aber gut.
das kannst du nicht machen. Das sieht echt kacke aus. Was ist mit dem? Stahl. Oh Gott. Nee. Schwarzes Holz. Und weiß? Nee, andersrum, ne? Weißes Holz und schwarz. Schwarzes Holz. So rum, ja. So ist gut. So. Ja, besser. Mhm. Okay. Ja, kann man so machen. So, Eingangsbereich, ne? Da muss man dann ja, ich denke, ich kann den jetzt verkaufen. Wir haben ja alles durchgeschaut. Ich denke, das kann man erstmal so lassen. Ne? Da kommst du hier rein. Lichtschalter haben wir noch keine. Das können wir aber gleich mal machen. Anschlüsse, Lichtschalter. Da müssen wir natürlich dann auch... ja. Kaufe viele. Dann machen wir das doch einfach mal so auf die Höhe. Es ist eigentlich viel zu hoch, oder? Ja. Dann machen wir hier noch einen hin. Und hier noch einen hin. Und hier hinten noch einen hin. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt machen wir hier mal überall die Fenster zu, die Tür zu. Ja, okay. Also ich finde die Lampe eigentlich auch ganz cool, weil die so schmal ist. Das passt ganz gut. Boden machen wir definitiv auch anders und die Wände muss man dann mal gucken, ob man da so ein bisschen was mit Mustern macht oder mal eine von den wunderschönen Tapeten, die man zur Verfügung hat. Gut, jetzt müssen wir aber erstmal nochmal ein bisschen nach Möbeln gucken, was wir hier so haben. Denn das, was bisher dasteht, ist ja doch noch ein bisschen wenig. Eigentlich könnte man hier ein helles, niedriges Bücherregal. Genau, und dann, was ist das? Weiß. Okay, das kann man so lassen. Und dann nimmt man hier aber schwarz. Okay. Ne, dann kann man hier nämlich, da kannst du eigentlich gleich zwei... Nee, warte, wir können ein großes und ein kleines nehmen. Und zwar das kleinere nach vorne. Und dann nehmen wir noch ein großes. Hier so eins, genau. Nee, nicht dunkel. Wir haben ein helles genommen gehabt, ne? Weiß und schwarz. Genau. Ja, gut. Ne, dann hast du einfach ein bisschen was da steht. Und ich möchte mir diesmal das Dekorieren, glaube ich, ein bisschen sparen. Hängeschrank aus Holz. Aha. Okay. Schwarz. Müsste man eigentlich andersrum machen, ne? So rum. Oder? Ja, okay, interessant. Das ist ganz, Naja, da bleibt man seiner Note auf jeden Fall treu, ne? So. Ah ja, okay. Ein kleines bisschen höher. Nee, wieder ein kleines, wieder zurück. Nee, das war schon so, war das schon gut. Ja, sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, hat was. Was ich jetzt überlege, warte mal. Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob man nicht mal so ein kleines Tischchen nimmt. Ja, gerne auch mit dem Schwarzen. Das da hinstellt. Ja, es ist irgendwie wirklich klein. Das ist wahrscheinlich eher was für Kinder, ne? Wir bräuchten eigentlich, wollte eigentlich eher was Höheres haben. Was Hohes, Schmales. Gibt es auch sowas Hohes, Schmales? Wahrscheinlich nicht, ne? Tischlimm. Grau, schwarzes Holz. Wie groß ist der? Der ist aber schon fast wieder ein bisschen zu groß. Das ist jetzt, der ist mir zu tief. Glaube ich. Nee, das machen wir nicht. Genau. Und dann hätte ich gern Sessel. Ah, das ist auch cool, so eine Sitzbank, ne? Hätte man eigentlich auch. Ja, und dann. Nee, der ist nicht schön.
Was ist denn hier mit dem? Nee, das ist auch nicht. Mit Ausdruck mit dunklen Farben. Boah, aber das ist fast. Ist das nicht ein bisschen arg krass dunkel? Beine schwarz, grau. Ja, ich würde es eigentlich gern andersrum haben wollen. Hier, so, ne? So. Okay. Ja, wenn man nicht auf viele klickt. Ne, jetzt brauchst du auch nicht mehr viele klicken. Okay, ja. Aber dann hast du hier, hallo? So eine kleine Ecke. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich meine, man hat halt einen riesigen Flur. Ja, was macht man mit so einem riesigen Flur? Und da finde ich die Idee, einfach so eine kleine Ecke hinzustellen, wo man sich so ein bisschen ja, hinsetzen kann oder man wartet vielleicht auf die Kinder, bis die sich angezogen haben. Keinen blassen Schimmer. Ich will bloß mal gucken, der ist riesig. Oh, Scheibenkleister. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Obwohl, da könnte man eigentlich hier hinstellen, ne? Genau, Pflanzen. Ja, da muss man dann natürlich schon auch mal warten. Und da wäre das doch eigentlich gar keine schlechte Idee, wenn man dann einfach eine Möglichkeit hat, um sich da irgendwo hinzusetzen. So. Die war hier groß, ne? Die war ja auch so groß. Aber es sieht trotzdem ganz cool aus mit der. Ja, doch, es wird. Es wird. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das, ja. Gut, dann machen wir jetzt mal den Fußboden. Und zwar würde ich hier gern, glaube ich, mal industriell dunkles Mosaik, ich glaube. Ich würde schon gern mal was Schwarzes nehmen oder Dunkles nehmen, ne? Aber es ist jetzt hier irgendwie nichts, was mich wirklich total überzeugt. Weil das ist jetzt nicht so ganz. Ich weiß nicht. Nee, das gefällt mir alles nicht. Nein, sorry. Ist einfach nicht meins. Laminat. Wir nehmen hier, diesmal nehmen wir das dunkle Parkett, ne? Hatten wir jetzt das dunkle Parkett bei denen genommen gehabt? Oder nehmen wir das graue? Aber schwarz? Schwarze Paneele. Naja, aber es sieht schon edel aus. Was cool wäre, und jetzt gucke ich nochmal ganz genau in jede Ecke. Nee, ist nicht. Wenn man so ein bisschen gucken kann, in welche Richtung das geht, ne? Weil eigentlich sagt man ja, um den Raum so ein bisschen zu strecken oder sowas sollte. Also hier ist es richtig, aber hier hätte ich es eigentlich gerne, ja, der Länge nach. Aber gut. Ist jetzt keine so große Katastrophe. Sieht trotzdem ganz gut aus. Okay, gut, ja. Macht eigentlich einen ganz hübschen Eindruck, ne? Und es ist jetzt auch gar nicht so schlimm, dass die Wände weiß sind. Aber da können wir auf jeden Fall auch noch Abhilfe schaffen. Jetzt ist die Frage. Die Linien sind natürlich schon cool, ne? Oder, ja, was ich mich frage, ist, ob man mal. Das sieht cool aus irgendwie, das hat was. Was ich mich frage wäre. Nee, das ist nicht hübsch. Ob man mal hier so ein Querdings nimmt. Aber ich habe keine Ahnung, wie das ausschaut, ne? Ich finde, das kann man doch mal. Jo, ist mal was anderes. Also ich will das jetzt nicht überall machen, sondern einfach jetzt nur mal hier in den Eingangsbereich. Und eigentlich auch bloß hier an die Wand. Ja. Genau, dann kann man das da wirklich einfach weiß lassen. Sonst wird es nämlich dann auch zu dunkel. Dann wäre die Überlegung,
Ich probiere es einfach mal aus. Ich habe keine Ahnung, wie das ausschauen wird. Aber vielleicht passt es ja, weil das jetzt auch das Breite ist. Und weil es ja sowieso alles so ein Holzoptik. Ach ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Das kann man wahrscheinlich bloß an dieser Ecke machen. Also hier an die Seite. Weil es mit dem Holz mitgeht, also mit dem Boden mitgeht. Hier wird es schwierig. Ich glaube, da sieht es dann komisch aus. Aber hier kann man das schon machen. So. Dann brauchen wir, glaube ich, doch nochmal ein Paket. Okay. Oh ja, eins, zwei, drei. Oh, okay. Nö, geht genau auf. Cool. Ja, doch hat was. Also sieht echt ganz nett aus. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass der Flur uns doch so lange beschäftigen wird. Ich hätte gedacht, das geht ein bisschen schneller. Was aber nicht schlimm ist. Alles gut. Okay, hier könnte man auch schwarz nehmen. Aha, okay. Dann müsste man ja. Ich kaufe jetzt mal zwei, weil der dann nämlich wegkommt. Der kommt dann hier hin. Und der kommt dahin. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das funktioniert. Jo, kann man machen, ne? Hört auch vorher auf. Gut, dann kaufen wir hier noch viele und drehen das einmal. Genau. So, dann hätte ich gern auf jeden Fall hier einmal. Hier einmal. Und hier hinten auf jeden Fall einmal. Eigentlich müssten drei reichen. Das muss man dann bloß mal gucken. Den werden wir, glaube ich, nochmal ein bisschen verschieben, ja. So, ist gut so? Ja, gut. Och, ja, warum nicht, ne? Jetzt müsste man halt, oh, ich weiß nicht, sollen wir das wirklich weiß lassen oder sollen wir vielleicht doch ein bisschen mit Farbe spielen? Ich meine, eigentlich, warum nicht, ne? Und zwar Wände. Wände, Farben. Und dann nehmen wir doch einfach mal wirklich was ganz Krasses. Gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt das. Das haben wir jetzt schon benutzt. Kräftige Birne, himmlisches Blau, königliches Blau, azurblaues Glück, Pistaziengrün. Ja, ist alles nicht so cool. Rosa, feuriges Orange, Mandarinenorange, lachende Erdbeere. Hier kommen wir, nehmen mal die lachende Erdbeere. Ne, die hatten wir schon mal im Kindergarten, aber die Mandarinen hatten wir noch nicht. Passt gut zu den Blüten. Ja, das ist gut. Das machen wir. Und dann, ich habe keinen blassen Schimmer. Wir malern jetzt hier einfach mal. Wow, krasser Scheiß. Aber das hat irgendwie was. Und ich will das jetzt eigentlich auch gar nicht so überall, sondern wirklich bloß so an vereinzelte Stellen. Aber ich befürchte, sonst wird es zu viel. So, dann muss man das vielleicht noch ein bisschen in die. Ja. Und dann machen wir es hier nochmal hin. Und hier nochmal hin. Na toll. Das bisschen hat es jetzt nicht mehr gereicht. Nee. Und eigentlich müsste man das dann hier auch nochmal hinmachen. Okay. Ja. Krass. Naja, wie gesagt, ich bin heute ein bisschen experimentierfreudig. Warum also nicht, ne? Das ist halt mal was anderes. Und jetzt kann man halt auch noch mal ein bisschen mit Farbe spielen. Und zwar kann man jetzt nämlich beim Fußboden mal einen Teppich nehmen. Ja, ach so. Fick dich, Spiel. Oh, Entschuldigung. Ach, das ist doch jetzt echt blöd. Das ist halt kein Orange, das ist kackbraun.
ne, es ist halt einfach mehr ein Gelb, kein Orange. Und das wäre jetzt eigentlich der Grund, warum ich sage, ich würde es nochmal ändern. Weil das kein Orange ist. Das, also weiß ich nicht, das vielleicht gerade so noch, aber das ist doch eher orange wie das da. Und das schaut dann auch eigentlich nicht schön aus. Also da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob ich nochmal eine andere Farbe nehme, die halt eigentlich dazu passt, ne? Ach Menno, das finde ich nicht schön. Das ist echt schade. Da hätte ich jetzt echt gern das so ein Orange genommen. Gut, dann mache ich das jetzt, dann setze ich das jetzt in die Tat um. Und gucke jetzt, ob wir eine Farbe finden, die diesem Orange, ja, es ist eigentlich so dieses sonnige Gelb, ne? Sonniges Orange. Ja, ne? Das ist es. So. Und jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal von vorne. Ja. Jetzt, das ist das, was dazu passt. Gut. Ja, schade. Ich fand das Orange eigentlich echt cool, dieses Mandarin-Orange. Aber okay, das Spiel möchte, dass wir das sonnige Orange nehmen. Na gut, dann wird es halt das sonnige Orange. Ist auch nicht schlimm. So. Verdammt. Ist es weiß? Nein, ist es nicht. War ja klar, dass das passieren muss, ne? War ja klar. Okay, gut. Dann brauchen wir jetzt nochmal einen Becher weiße Farbe. Farbe, weiß, da. Nicht mit dem Wischmopp. Hallo? Achso. Doppelt und dreifach, fünffach geklickt. So. Okay, das ist auch nicht wirklich weiß. Wieso ist das nicht wirklich weiß? Hä? Irritiert mich doch nicht so. Oh mein Gott. Wieso ist das nicht weiß? Also ich meine, es sieht doch weiß aus. Das ist sehr seltsam. Hier geht's. Nee, hier geht's nicht. Komisch. Ist das jetzt weiß gewesen? Ja, ne? Ja. Okay. Na gut. So, das heißt aber, wir machen dich auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter nach da. Dich machen wir auch noch ein bisschen weiter nach da. Obwohl, dann hier hat, dann kannst du noch mal ein Stück zurück. Du kannst dann auch noch mal ein Stück zurück. So, hä? Ich bin nicht hinten dran gewesen, oder? War ich hinten dran, ne? Doch, eigentlich schon. Nee, war ich nicht. Nee, geht nicht. Okay, Na gut. Wurscht. So. Nee, du kannst noch mal einmal so hin. Jetzt ist besser. Genau. So, ihr müsst mal eben beiseite gehen. Jetzt können wir nämlich den Teppich nehmen und den hier hinten hin tun. Gut, dann können wir Teppich. Ah ja, okay. Regenbogenteppich. Das war das falsche Add-on. So, dann können wir davon nochmal einen Teppich nehmen. Der kommt dann der Länge nach hier rein. So. Jo.
Und dann wäre natürlich cool, vielleicht findet man nochmal so einen kleineren. Wahrscheinlich ist der. Oh nee, es geht. Das ist okay. Flauscheteppich. Ja, ist doch ganz nett. So, dann gucken wir mal nach Pflänzchen. Decoration. Pflanzen. So, haben wir hier. Ja, kann man schon nochmal nehmen. Müsste von den Farben her ganz okay passen, ja. Tja, nur mit dem Platz haben wir jetzt irgendwie. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So. Platz für die Pflanze. Ja. Nein, sie passt nicht hin. Na gut. Aber das ist jetzt eigentlich auch was, was mir besser gefällt, wenn es so rumsteht. Wobei wir das dann aber nochmal wieder ein bisschen zurück tun können. So. Genau, okay. Ja, die. Ach, die ist zu groß. Die ist zu groß. Das sieht nicht schön aus. Dann müssen wir nach was anderem gucken. Efeu könnte man mal gucken. Das wäre was, das könnte man hier mal hinstellen. So, ja. Okay. So, lässt du dich hier irgendwie. Ach, du lässt dich sogar hier hinstellen. Okay, ja, gut. Sehr schön. Kriegen wir dich hier noch irgendwo unter? Ich bin ja schon, ich finde ja Pflanzen schon schön, ne? Aber wenn es dem Teil halt nicht passt, dann ist halt auch blöd. Also wenn man dann Schwierigkeiten hat, da irgendwie ja, zu laufen. Da wäre jetzt halt die Yucca, glaube ich, noch ganz gut. Da gäbe es auch einen orangenen Topf. Den kann man eigentlich auch hier hinstellen dann, ne? Oder hier hinter. Ich glaube, das macht dann mehr Sinn. Ja. Okay. Aber mir fehlt da vorne irgendwie was, ne? Kennt ihr das? So. Okay, ja, jetzt ist besser. Besser. So, was haben wir denn noch? Blumenvasen. Naja, da können wir dann schon mal die ein oder andere reinstellen. Jetzt kaufen. So. Wobei das ja jetzt eigentlich nicht unbedingt. So, und davon nehmen wir dann gleich die andere kleine auch noch. Haha, klein. So klein ist die gar nicht. Okay, interessant. Ja. Kann man so machen, ne? Aber hier, das ist klein. Da können wir da mal eine hinstellen. Also manchmal nervt mich das, dass man so ein festes Raster hat. Das ist irgendwie nicht so cool, finde ich. Also manchmal nervt das nicht. Ich würde es eigentlich in die Mitte stellen, aber es funktioniert nicht so. Und jetzt habe ich es ganz woanders hingestellt. Hervorragend. Nicht. Ja, ne, man muss nur wissen, wie. Hust, hust. Hoch. Was für ein sauberes Haus. Ja, ich weiß. Ach, die muss ja dann schon fast mit dazu. Die können wir hier reinmachen. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Es ist halt. Ah. Die geht nicht dahin, wo man sie hinhaben will. Menno. So, jetzt gucken wir doch nochmal hier. Wir haben doch hier auch noch so kleinere. Aber da gibt es halt nichts. Naja, muss halt ein bisschen Rot mit rein. Das ist halt so. So, was haben wir noch? Die Colors. Nee, halt, das ist wieder die Paradiesvogelblume gedönst. Da, die Orchidee. Da könnte man mal nehmen. Weiß und weiß. Oh, die ist aber groß. Aber die passt auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, warum sollte man die halt da. Das ist doch blöd, dass man die nicht auf dem Tisch zu stehen hat. Die ist doch eigentlich dafür gar nicht geeignet, dass sie irgendwo auf dem Fußboden steht. Oder sehe ich das jetzt falsch? Kanariengelb. Ja. Gold. Achso, die ist auch so groß. Aber die passt besser. Dich können wir auch hier hinstellen. Ja. Die hat es doch gerade irgendwie gepasst. So, warum auch immer sie so passt. Ist mal was anderes, ne? Interessant. Oh Gott, das ist jetzt doch schon eine halbe Stunde. So lange wollte ich doch gar nicht, verdammt. So, gucken wir mal. Oh, perfekt. Von der Größe her. Super. Dann, da hinten brauchen wir noch irgendwas. Nehmen wir mal so ein bisschen was Kontrastreiches. Dunkles Holz. Oh, das ist ein bisschen groß. Nee, das sieht auch komisch aus mit dem Grün. Das gefällt mir doch gar nicht so gut. Und das ist auch zu groß. Das wäre ich. Das könnte man dahin machen. Und zwar einmal das und das andere dann gleich daneben, ne? Ja, okay. Hat was, ne? Dann hatte ich noch überlegt, wir brauchen schon noch mal irgendwie eins. Achso, da ist es. Ja, das können wir auch ein bisschen größer nehmen, ja. Schauen wir mal, die. Ja, perfekt. Ja, es wird. Ist gar nicht so hässlich. Gewöhnungsbedürftig. Aber nicht hässlich. So, das hatten wir jetzt, glaube ich, im Kinderzimmer, aber das ist eh zu groß. Das finde ich nicht schön. Nee. Sag mal, hier, das da. Das sieht so verträumt aus. Ja. Halt so eine kleine Bildergalerie, ne? Okay. Jo, gut. Wir sind jetzt mal riskant und verkaufen das. Ich bin mir nicht sicher, irgendwie das mit dem Teppich, das gefällt mir nicht ganz so gut. Ich denke, ich würde dann noch einmal einen Teppich nehmen von diesen langen. Genau. Ich denke, das macht irgendwie mehr Sinn. Tja, jetzt ist die Frage, machen wir hier noch einen dritten Teppich hin? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Eine Uhr wollte ich noch. Eine Uhr. Und zwar Zubehör, Uhren. Das wäre jetzt schon noch gut. Das sieht man nicht. So. Ja, das ist gut. Hier passt es ziemlich gut hin. Da. Perfekt. Jo, das kann man machen. Das kann man machen. So, ihr Lieben. Ich bin zufrieden. Wir machen jetzt noch ganz schnell die Steckdosen und dann ist das für heute auch schon wieder gewesen. Dann machen wir auch schwarze Steckdosen. Und zwar machen wir doch einfach mal hier. Dann machen wir auf jeden Fall da und da. Dann machen wir hier zwei und da zwei. Ja, passt. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin doch echt recht zufrieden mit dem, was wir hier so draus gemacht haben. Mal ein bisschen was anderes. So,
Ich sage ja, total experimentierfreudig heute. Sehr schön. Ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch Kommentare, wie ihr es findet. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst doch gerne auch ein Abo da. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ja, wir hoffen doch, Sie uns in der nächsten Folge wiedersehen zu dürfen, oder? Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.